Eddie Gustafsson. Lange nicht gesehen. Viel zum Tun. Vor allem bin ich hier in der Akademie und als Torwarttrainer und in der U18 und der U16. Zusammen mit Sebastian machen wir die ganzen Ausbildung für die Goalies und ja, das macht mir irrsinnig viel Spaß. Ich habe viel Bock darauf und es freut mich jeden Tag hier in der Akademie zu kommen. Er ist glücklich, er fühlt sich wohl in Salzburg. Die turbulenten Zeiten liegen hinter ihm. Kurz vor Ende seiner aktiven Karriere die Scheidung von seiner Frau, die mit den beiden Kindern zurück nach Schweden geht. Erstens, du hörst auf mit Fußball, das hast du dein ganzes Leben gemacht und dann auch die Familiensituation und es war für mich dann klar schwierig, eine Entscheidung zu treffen und ich habe auch einfach eine Auszeit braucht und hat länger darüber nachgedacht, was mache ich und irgendwann habe ich dann eine Salzburgerin kennengelernt und wir haben auch mittlerweile zwei Kinder, so jetzt bin ich vierfacher Vater. Vierfacher Meister mit Salzburg ist Eddie Gustafsson auch. Zweimal Cupsieger, Torhüter des Jahres 2010. Er hat vieles erlebt in Salzburg. Auch eine schwere Verletzung wirft ihn nicht aus der Bahn. Klar, dass der Fußball auch heute ein wichtiger Bestandteil seines Lebens ist. Ich war ja schon in mehrere Bereiche reinzuschnuppern und habe mir dann am Endeffekt mich entschieden, dass ich gehöre einfach auf den Platz, weil im Büro den ganzen Tag zu sitzen, die mich kennen, das ist nicht meins. Es geht mich eigentlich nur um die Jungs mittlerweile. Also ich will junge Torhüter ausbilden, entwickeln und was mir den meisten Spaß macht, das ist, wenn ich sehe, in die Augen, wo ich Direktive gibt und sagt, versuch so und so zu machen und du siehst, wie die Jungs wirklich, die hören zu und versuchen das umzusetzen und dann mit der Zeit siehst du die Entwicklung der Jungs. Aber neben seiner Arbeit gibt es noch eine zweite große Leidenschaft, der er heute endlich ausreichend Zeit widmen kann. Ich tue viel Holz basteln daheim und das ist eine ganz große Leidenschaft, weil ich bin eigentlich Zimmerer ausgebildet vom Anfang an und ich wollte eigentlich nicht da zurückkehren und nach der Karriere mit sowas zu arbeiten, aber dann irgendwann habe ich ein paar Sachen daheim gebastelt und es hat mir so gedacht, dass ich jetzt die ganze Werkstatt eingerichtet habe. Eddie Gustafsson, immer eine große Freude, ihn zu treffen.